Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute habe ich hier die Palantir-Aktie für euch dabei und heute bringe ich mal wieder ein bisschen anderes Video, ein bisschen kürzeres Video für euch mit. Ich habe jetzt auch vor kurzem hier eben eine Umfrage in der Community-Tab gestartet und da geht gerade wirklich die Tendenz so mit knapp 70% in die Richtung, dass ihr lieber die kurzen und knackigen Analysen sehen wollt mit ein bisschen weniger Zahleninfos. Das möchte ich natürlich umsetzen, weil mir ist wichtig, was ihr sehen wollt und stimmt gerne noch ab, falls ihr es nicht getan habt. Also in meinem Community-Tab vorbeischauen. Heute aber, wie gesagt, kurz und knapp zusammengefasst, alles rund um Palantir und natürlich das Wichtigste, die aktuellsten News. Und da würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt rein und da erstmal mit dem Unternehmensbild selber. Was macht Palantir für diejenigen, die es noch nicht kennen? Sie sind hier ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, ist bekannt natürlich hier für die Datenanalyse-Plattformen, die zum Beispiel von Regierungen, Unternehmen und auch Institutionen weltweit genutzt werden. Also sie haben hier wirklich sehr, sehr starkes Material, kann man sagen, was sie mitbringen. Werden auch bei uns schon in Deutschland in der Kripo zum Teil eingesetzt. Also man hat sich hier natürlich schon weiter verbreitet und expandiert und jetzt springen wir diesmal umgekehrt wieder zuerst auf unsere Kursverlauf und ich habe euch heute mal den 3-Jahres-Chart mitgebracht, damit wir einfach sehen, von welchen Kursen wir kommen. Auf den Jahreschart gesehen, wenn wir das auf ein Jahr sehen, sind wir richtig stark gestiegen. Wir hatten hier absolutes Jahrestief von 5,63 €, stehen bei 16,39 €, also wir konnten den Kurs mehr als verdreifachen. Wirklich Wahnsinn, was man hier geschafft hat. Wir sind hier über der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich, aber hangeln uns gerade zum kurzfristigen Bereich um die 50-Tage-Linie und wir sehen, die Aktie ist hier schon mal auf einem absolutes Hoch gelaufen von 35,60 €. Ich denke auch persönlich, irgendwann können wir das wieder erreichen. Schauen wir uns nachher jetzt kurz, knapp und kompakt in den Zahlen gleich zusammen an. So schaut es aber mal charttechnisch aus und da muss man sagen, hat man hier wirklich einiges zulegen können. Jetzt springen wir kurz und knapp auf die Umsatzerlöse. 2018 hatten wir hier 595 Millionen US-Dollar. Mittlerweile stehen wir bei 1,9 Milliarden. Also auch hier gab es eine knappe Vervierfachung der Umsatzzahlen und wir konnten immer in hohen zweistelligen Prozentbeträgen den Umsatz steigern, wie ihr hier sehen könnt. So immer zwischen 20% und 40%. Auch das operative Ergebnis, also wir haben hier fast oder bald schwarze Zahlen, kann man sagen. Ergebnis nach Steuern liegt bei minus 373 Millionen und wir konnten uns hier richtig schön nach oben arbeiten und deutlich verbessern in der letzten Zeit. Dann schauen wir uns hier den Umsatz je Aktie an. Auch der hat sich verdreifacht in den letzten 4 Jahren von 0,34 US-Dollar auf 0,92. Und was ich hier richtig, richtig stark finde, wenn wir uns anschauen, 2020 hatten wir eine Eigenkapitalquote von 56%. Mittlerweile stehen wir bei 74,12% Eigenkapitalquote und lediglich eine Fremdkapitalquote von 23%. Ist ein sehr, sehr starkes Verhältnis, gerade in unruhigen Zeiten. Stärkt das Ganze hier das Unternehmen, wenn man eine hohe Eigenkapitalquote hat, um sich einfach auch selbst zu finanzieren, kann man sagen, und wenig fremde Mittel hier oder Verbindlichkeiten in den Büchern stehen zu haben. Also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, hätte ich so nicht direkt erwartet. Und jetzt gehen wir auch den Sprung in die Umsatzerlöse für dieses Jahr. Die sollen bei 2,2 Milliarden liegen. Wir lagen letztes Jahr bei 1,9. Also auch hier gibt es wieder einen richtig schönen Sprung. Und in den kommenden Jahren soll es auch ungebremst weitergehen. Auch das Ergebnis der Aktie von 0,25 dieses Jahr dann bis auf 0,36 weiter anwachsen. Wenn wir rein das KGV betrachten, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sehen wir haben noch nicht viel Gewinn. Wir haben 564 Millionen. Das soll aber auch in den kommenden Jahren weiter anwachsen. Und man wächst auch in diese Bewertung etwas rein. Dennoch, auch trotz Technologieunternehmen, ist das KGV schon sehr, sehr teuer. Also die Aktie aktuell natürlich nicht günstig bewertet. Das muss man ganz klar sagen. Hier, wenn wir zumindest vom Kurs-Gewinn-Verhältnis ausgehen, der Free Cashflow steigt auch schön weiter an, fast bis 1 Milliarde über die nächsten 3 Jahre, zumindest planmäßig. Und die Nettofinanzverbindlichkeiten, die sollen zwar leicht hochgehen, aber auch das Eigenkapital soll weiter steigen. Wir sehen es hier. Müssen wir mal schauen, wie sich diese Eigenkapitalquote in den nächsten Jahren verhält. Sie planen ja hier auch weiter, eben in den privaten Sektor weiter vorzudringen. Insgesamt sind es aber sehr schöne Wachstumszahlen, kann man sagen. Und jetzt springen wir eben zu guter Letzt noch in den Newsflow rein. Momentan kommt ja die Aktie noch nicht mehr so ganz aus dem Knick, so die letzten Wochen, aber die letzten Monate hat sie gezeigt, dass ja wieder was vorwärts gehen kann. Und man sagt hier eben selber, beziehungsweise Carp sagt eben selber, dass hier das Europageschäft etwas enttäuschend ist. Dass es hier weiter vorwärts gehen kann.
Ja, und Palantir hat schon fast traditionell Probleme, sich in Europa auf staatlicher Ebene festzusetzen. Da tun sie sich hier bei uns noch ein bisschen schwer in Europa. Unter anderem hatten Verfassungsrichter in Deutschland zu Jahresbeginn Bedenken zum Einsatz eben hier von Palantirs Polizeisoftware Gotham geäußert. Frankreich bastelt an einer eigenen Variante der Software. Und es ist wie verrückt, sagte Karp, hat er also vor wenigen Wochen noch gesagt selber. Zwar hat Palantir auch mit dem Einsatz seiner Produkte in der, auch in der Ukraine Anerkennung geerntet, aber der Großteil der Dienste erfolgte umsonst. Und vom US-Verteidigungsministerium soll bislang lediglich 1 Million Dollar ungefähr geflossen sein. Ja, zum Abschluss kann man aber noch so ein bisschen was Positives mitnehmen oder auch sagen. Immerhin konnte Palantir diese Woche melden, dass sie eine Partnerschaft zur digitalen Transformation mit UniCredit weitere 5 Jahre verlängert wird. Also hier schon mal konnte man da weiter aufatmen und es geht 5 Jahre weiter. Man hat natürlich immer noch so ein bisschen, das muss man ganz klar sagen, ein Imageproblem. Es ist auch zwiegespalten, muss man ganz klar sagen. Es kommt immer darauf an, für welche Zwecke kann und für welche Zwecke wird es eingesetzt. Also das ist ein Thema, was natürlich in aller Munde ist, kann man sagen. Aber man muss auch mal die positive Seite sehen. Es kann auch für positive Zwecke eingesetzt werden. Also wirklich so 50-50-Sache, irgendwo Einstellungssache. Und im Endeffekt sagen viele auch, man weiß natürlich nicht, was im Hintergrund noch passiert. Aber was man festhalten kann, die Datenanalyse-Software, die Palantir hat, ist schon einzigartig und sie verbreiten sich weiter. Und sie sind natürlich hier viel mit Regierungsbehörden, gerade in Amerika, im Einsatz und haben da natürlich ihre feste Auftraggeber. Also rein mal zahlentechnisch gesehen, wenn wir das mal so ein bisschen ausgliedern, sieht es hier sehr, sehr stark aus, auch operativ für die kommenden Jahre. Ich bin mega gespannt und bleibt für euch weiter dabei. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, ob ihr Palantir in eurem Depot habt, was ihr für die Zukunft denkt. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!